Michael, wir sind beim Du, aber wo wir gerade beim Thema Corona sind, spürst du das in deinem beruflichen Alltag auch? Hat sich da durch Corona was verändert? Ja, natürlich. Also zunächst war natürlich im März auch für uns die Unsicherheit, was hat das für unsere Arbeit zu tun? Und da hat ja das Robert-Koch-Institut relativ zu Anfang gesagt, keine Obduktion wegen Infektionsgefahr. Und ich habe aber auch zu meinen Leuten gesagt, das ist Quatsch. Wenn wir uns richtig schützen, dann ist es weitaus weniger gefährlich als zum Beispiel Tuberkulose. Und dann hatten wir im März einen Tag, da sind 5 alte Menschen an Covid-19 eben gestorben in einem Altenheim. Und dann habe ich auch gesagt, ich mache die Sektionen alle alleine, um einmal zu zeigen, ich bin nicht der Chef, der sagt, macht mal, da tut sich keiner was und ich sitze in meinem Büro. Und das hat sich dann in der Routine eingespielt. Aber wir haben natürlich jetzt auch, wir haben natürlich als Rechtsmediziner viel weniger Covid-19-Tote, sondern vielmehr die Kollateralschäden, die wir jetzt sehen. Wir haben allein letzte Woche mehrfach Menschen obduziert, die seit dem Lockdown nie wieder aus ihrer Wohnung raus sind, die da wirklich jetzt hochgradig Fäulnis verändert, in Messi-Wohnungen lagen, mit Gasmasken, mit Astronautennahrung, also fast schon preppermäßig vorbereitet, die auch keiner vermisst hat. Und das sehen wir jetzt ganz viel, dass Wohnungen aufgemacht werden oder werden eben hochgradig Fäulnis veränderte Leichen gefunden von Menschen, die nicht ins Krankenhaus gegangen sind, weil ihnen eben aufgrund der ganzen Drohszenarien, die aufgemacht wurden, eben die Angst überwog, rauszugehen. Also da sehen wir schon ganz andere Bilder im Moment. Schrecklich.